Guten Morgen. Damit ich ein bisschen weiß, mit wem ich spreche, würde ich ganz gerne einmal wissen, wer von Ihnen aus dem Schulbereich kommt. Okay, das sind viele. Hochschulbereich? Ja, Gott sei Dank. Ich bin mal nicht total daneben. Wie viele kommen aus der Leitung, Hochschulleitung und ein bisschen Strategie? Vielleicht auch so ein Dekanat oder irgendwie also eine größere Gruppe von Leuten, die irgendwie... Okay, ein paar zumindest. Okay, vielleicht hilft Ihnen das aber trotzdem, was ich Ihnen sagen kann, denn ich möchte ein bisschen auf den Wunsch von Jürgen Hahnke hin die strategische Sicht der Hochschulen angucken und vielleicht einmal einbetten. Denn wenn Sie mit Kollegen sprechen über das... Achso, wer hat von Ihnen Erfahrung? Das wollte ich auch noch mal wissen. Erfahrung mit digitalen Medien. Also wer hat schon mal was gemacht irgendwie? Unterrichtung. Super. Das ist nämlich genau das Problem. Wir reden immer mit uns selbst. Wir reden immer mit uns selbst. Ja, man trägt Eulen nach Athen. Alle, wir wissen ja alle Bescheid. Was soll ich Ihnen erzählen? Wenn Sie aber mit Kollegen sprechen, dann wird Ihnen wahrscheinlich Folgendes passieren, was ich Ihnen jetzt gleich sage. Falls Sie mal bei Günter Jauch sind, ist das interessant. Die erste Universität, die erste moderne Universität, 11. Jahrhundert, Bologna, wissen Sie wahrscheinlich alle. Aber wenn nicht, merken Sie sich, vielleicht ist das die mittleren Fragen. So ging das Lernen los und das war so. Das ist jetzt ein bisschen später, 300 Jahre später, aber im Prinzip sehen wir hier Folgendes. Wir sehen einen Experten, der hat ein Buch, wir haben Studierenden und einer schläft. Wenn wir heute uns die moderne Universität angucken, dann sehen wir einen Experten, Bücher, Studenten und auch hier den einen oder anderen, der schläft. Und da könnte man sagen, naja, so viel hat sich jetzt ja nicht geändert. Wir sind ja schon 1000 Jahre unterwegs, gibt es doch gar nicht. Das ist ja immer noch dasselbe. Und wenn Sie dann sagen, komm, müssen wir was anders machen, dann sagen Ihnen wahrscheinlich die Kollegen, das funktioniert doch. Was willst du? Funktioniert doch. Funktioniert seit 1000 Jahren. Wo ist das Problem? Ich will Ihnen vielleicht mal so ein paar Argumentationshilfen geben, wo das Problem tatsächlich liegt. Der Rahmen, Universität 2020. Wenn Sie sich die beiden Bilder nochmal anschauen, dann stellen Sie natürlich eines fest. Es gibt Studenten und einige schlafen, aber es sind deutlich mehr geworden. Wenn Sie sich die Entwicklung in den letzten Jahren mal angucken, dann sehen wir vom Jahr 2000, als wir 350.000 Studierende hatten an den Universitäten, die sich neu angeschrieben hatten, hatten wir im dualen System 600.000 Jugendliche, die sich für das duale System entschieden haben. 2013 war das erste Jahr, wo wir mehr junge Leute an den Universitäten hatten als im dualen System. Das heißt, wir sind erstmal mehr geworden. Das kennen Sie wahrscheinlich auch aus vielen Fächern, in denen Sie unterrichten. Dieses Bild hier unten ist ja leider nicht ganz unüblich für Universitäten. Und wir haben noch ein zweites Problem. 1960 hatten wir aus den Jahrgängen gerade mal 7% Abiturienten. 68% Hauptschüler. Die Hauptschule heißt deswegen Hauptschule, das weiß ja keiner mehr, weil das die hauptsächliche Schule war. Also die Schule, wo die meisten Leute hingehen. Das ist aber nicht mehr so. Inzwischen haben wir gerade noch 14% Hauptschüler und 56% Abiturienten oder Gymnasiasten. Das heißt, wir sind nicht nur mehr geworden, sondern wir haben es auch mit einer viel, viel heterogeneren Lernerschaft zu tun. Viel mehr und viel heterogener. Das heißt, wir müssen was anderes machen. Wir müssen uns auf neue Lernformen einstellen, weil wir mehr Leute zu unterrichten haben und wir müssten eigentlich viel individualisierter unterrichten. Aber wie macht man das? Ist ja ein Problem, scheint sich ja erstmal auszuschließen. Und wir haben noch weitere Probleme. Das kennen Sie wahrscheinlich, aber ich finde das trotzdem immer ein tolles Bild, weil das zeigt, wie schnell es geht. Sie sehen hier 2005 den Petersplatz. Der Petersplatz ist immer gefüllt mit Leuten, die sich anschauen, wenn der neue Papst das erste Mal neu gewählt auf dem Balkon erscheint. Das war 2005 so und 2013 war es auch wieder so, als der neu gewählte Papst kam. Zwischen diesen beiden Bildern liegen nur 8 Jahre. Sie dürfen einen Augenblick den Unterschied suchen, aber haben ihn schon gefunden natürlich. Sie sehen von, ich sage mal kein Handy, aber stimmt gar nicht, hier. Early Adopter, ne? Da war schon einer. Ne? Also von mehr oder weniger kein Handy zu mehr oder weniger alle haben ein Handy. Das heißt, Technologie durchdringt die Gesellschaft und zwar rasend schnell. Ich würde sagen, das ist doch kein Problem. Doch, ist ein Problem. Sie sehen hier ein Bild aus New York 2012 und Sie sehen hier ein Bild aus New York, selbe Stelle 2017. Das habe ich überschrieben mit dem Wort digitale Disruption. Sehen Sie den Unterschied? Die Taxis sind weg. Uber ist das Problem. Also in auch wieder nur 5 Jahren hat sich das Bild, das Straßenbild in New York total gewandelt. Die Taxis verschwinden, Uber kommt rein. Diese Disruptionsprozesse haben Sie überall. Wo sind die Videotheken geblieben? Wo werden die Bankfilialen bleiben? Wo sind die Reisebüros? Die Musikindustrie, die Verlagsbranche und so weiter. Also wir haben riesige Branchen, auch internationale große Branchen, die in diesen disruptiven Prozessen große Probleme kriegen. Und wir haben noch ein weiteres Problem, was für uns Universitäten auch interessant ist, Informationsexplosion. Wir haben eine, sagt man je nach Wissensdisziplin, Verdoppelung der verfügbaren Informationen alle 2 bis 4 Jahre.
die Funktion natürlich, das heißt, es geht schneller und schneller. Wir haben aber leider mehr oder weniger nur die gleiche Möglichkeit, die Dinge, die uns vorgesetzt werden, zu verstehen und zu adaptieren. Das heißt, die verfügbaren Informationen wachsen deutlich schneller als unsere Fähigkeit, mit diesem Wissen umzugehen. Das heißt, auch das ist natürlich eine Herausforderung für uns Hochschulen. Wie gehen wir mit diesem Problem um? Mehr Informationen zu haben, als wir verstehen können. Ich war in den letzten Jahren viel unterwegs. Und wir sehen, wir haben jetzt ja noch Frau Esken nachher, die noch mal was sagen wird zu der politischen Sicht. Wir sehen eine Trendwende, die in den letzten 2-3 Jahren passiert ist und die ich außergewöhnlich gut finde. Wir haben schon lange diese Diskussion, wo es darum geht, die Verbesserung der Lehre durch Digitalisierung zu machen. Und das blieb immer ein bisschen abstrakt. Ja, was heißt denn besser? Heißt denn besser? Wenn jetzt besser, fahren da weniger durch und so weiter. Und dann wird gesagt, ja gut, geht so, ist bitte in erster Linie anders. Das überzeugt aber irgendwie nicht richtig. Das überzeugt uns, weil wir das machen, aber es überzeugt nicht richtig. Und jetzt ist in den letzten Jahren ein Argument dazugekommen und das knüpft an das, was ich gerade eben alles erzählt habe, nämlich, es geht um Bildung für eine digitalisierte Leben- und Arbeitswelt. Das ist was vollkommen anderes. Also es geht nicht darum, abstrakt Unterricht irgendwie besser zu machen, sondern es geht darum, Verantwortung für die Lehrenden zu übernehmen, für die Schüler und die Studierenden, die wir haben. Denn die müssen sich in einer Welt zurechtfinden, wo Digitalisierung vollkommen normal ist, wo man mit disruptiven Prozessen umzugehen hat, mit Informationsexplosionen umzugehen hat, natürlich mit digitalen Geräten umzugehen hat. Das heißt, Schule oder Universität ist nicht abstrakt irgendwie mit Medien, sondern ich glaube, wir sind in der Pflicht, etwas zu tun. Das können wir uns nicht aussuchen. Wir sind in der Pflicht. Ich war in den letzten Jahren viel unterwegs, in Asien, in Amerika, auch in Europa, also in Singapur, an der TU Delft, am MIT, in Boston, bei Columbia University, in New York, in Hongkong. Ich habe edX angeguckt, alles Mögliche. Und ich will mal so ein bisschen so Haupttrends Ihnen kurz zeigen, die mir so aufgefallen sind oder wo ich sagen würde, das passiert. Der erste große Trend ist, es gibt international eine wachsende Bedeutung des Themas und wir in Deutschland hängen total hinterher. 95% der MIT-Studierenden nutzen digitale Angebote im ersten Semester, obwohl es On-Campus-Veranstaltungen gibt. Die nehmen lieber die digitalen Angebote. Und wenn man sich anguckt, wer alles mitmacht, dann stellt man fest, es sind mehr oder weniger international alle. Als ich jetzt im Herbst in Boston war bei edX, da hat gerade Oxford unterschrieben. Oxford ist die Nummer 1 der Welt. Tradierte alte Universität. Was haben die mit Digitalisierung zu tun? Dachten sie. Deswegen hat MIT immer gesagt, komm, ihr müsst ja mitmachen und so weiter. Werdet auch Partner von diesem edX-Netzwerk. Jetzt ist edX bekannt. Die größte MOOC, also Massive Open Online Plattform der Welt. Und Oxford hat immer gesagt, das ist Oxford. Jetzt haben sie gesagt, nee, man kommt, glaube ich, nicht dran vorbei. Und wenn man mit denen spricht, warum das so ist, dann sagen die alle, ja, wir wissen auch nicht genau, wohin der Zug geht. Aber wir wissen, dass man auf jeden Fall dabei sein muss. Wenn man jetzt nicht mitmacht, dann verpasst man den Anschluss. Also man verliert total die Bindung dazu. Also, Oxford, Columbia University, die NTU in Singapur, große Universitäten, die TU Delft und so weiter, alle sind dabei und bei allen ist so ein bisschen diese Linie, wir wissen nicht, wohin der Zug fährt, aber er fährt und wir wollen auf jeden Fall dabei sein. Denn sonst muss man am Ende nehmen, was überbleibt. Und wenn wir über Amerika nachdenken, dann ist das natürlich auch die Frage, bleiben am Ende nur kommerzialisierte Angebote über? Und wollen wir das überhaupt? Und denn Jürgen Hanke hatte schon gesagt, MOOCs hat man sich ja zu Anfang fast ein bisschen drüber, er hat sich fast entschuldigt, dass man MOOCs macht, MOOCs, ne? Irgendwie war das so didaktisch, so ein bisschen hinterwäldlerisch, 60er Jahre, aber man stellt jetzt fest, dass überall sich aus dieser MOOC-Idee neue Formen entwickeln. Also, was ich total überraschend fand, ich weiß nicht, ob Sie es kennen, das ist diese MicroMaster-Geschichte, die in Amerika jetzt passiert. Das sind die Universitäten, also auch in Amerika ist das Studium sehr teuer. Ein Studium kostet schon mal ein Eigenheim, $350.000 für die Studierenden. So, jetzt haben die Universitäten, Columbia und andere, kleine Einheiten gebaut, sogenannte MicroMaster, in Größenordnung 30 bis 60 Credits, also 1 bis 2 Semester. Die können vollkommen online studiert werden und kostenlos. Das heißt, man kann Angebote von Harvard im Studienprogramm, nicht einen Kurs, sondern im Studienprogramm 30 bis 60 Leistungspunkte studieren und macht nur die Prüfung am Ende. Dann hat man aber eine Prüfung von Oxford oder von Columbia oder von Boston oder also von Harvard oder sonst was. Die Prüfung kostet ungefähr $6.000. Die Columbia hat einen Kurs zur Artificial Intelligence angeboten, mit dem sie $6 Millionen Umsatz gemacht haben mit dem Modell. $6 Millionen Umsatz. Das heißt, hier entsteht
auf dieser MOOC-Ebene ein ganz neues Geschäftsmodell. Und das ist das, was passiert. Ich will dir noch ein weiteres Beispiel darstellen von der TU Delft. Und TU Delft ist auch eine der Universitäten, die in dem Gründerkreis von edX waren. Und die haben gesagt, pass auf, wir machen das folgendermaßen. Aus diesem Gründerkreis der edX-Universitäten, alles renommierte Universitäten weltweit, nehmen wir 8 Universitäten raus. Wir verpflichten uns, alle eure Kurse bei uns zu prüfen und anzuerkennen, und ihr tut das auch. Das heißt, wenn ich Studierender in Delft bin, dann habe ich die Möglichkeit, an 7 internationalen Universitäten mein Studium zu absolvieren, und das alles steht auf meinem Zeugnis. Das heißt, ich habe ein Zeugnis einer großen internationalen Universität. Auch das sind neue Formen, wo man merkt, es passiert was, es bewegt sich was und es entstehen auch neue Ideen. Chiron kennen Sie wahrscheinlich auch, die Flüchtlingsuniversität, auch eine weitere Idee, was damit so passieren kann. Das hatte ich schon gesagt, es gibt eine neue Ausrichtung der öffentlichen Diskussion. Es geht nicht nur um Verbesserung von Lehre, sondern es geht auch und vor allem jetzt um die Bildung für eine digitalisierte Arbeits- und Lebenswelt. Und es gibt vollkommen neue Bildungsbiografien. Wahrscheinlich wird die Hochschule in 10 oder 20 Jahren ganz anders aussehen als die Hochschule, die wir heute kennen. Ob die Leute wirklich noch 5, 6, 7 Jahre ihres Lebens für einen Abschluss verbringen wollen, wo sie denken, dass sie wahrscheinlich auch nur 5, 6, 7 Jahre in diesem Beruf arbeiten können, weil sich die Berufe so schnell ändern, ist die Frage. Oder ob die Zerstückelung von Lebensläufen und von Bildungsbiografien nicht viel üblicher wird. Das, was wir jetzt noch so ein bisschen verschämt als Weiterbildungsaufgabe der Universitäten sehen, kann irgendwann mal unser Geschäftsmodell werden, weil es sein kann, dass Universitäten viel mehr kleinteilige Dinge entlang des Lebens und des Arbeitslebens der Lernenden machen müssen. Also nicht einmal ausbilden, kennen ja wahrscheinlich alle das Wort ausgelernt. Ausgelernt ist vorbei, wie früher. Man macht eine Lehre und hat ausgelernt, mit 18. Und soll dann 40 Jahre arbeiten. 40, sind sogar 40 Jahre zurück und die Geschwindigkeit nimmt zu. Also das wird nicht passieren. Die nächste große Frage, Openness versus Kommerzialisierung von Bildung, was wir in Deutschland ja sehr stark machen, gibt auch ein paar Tendenzen international, sind diese Open Education Resources, Open Source und so weiter, viele offene Programme. Aber, ich hatte es gerade erzählt von dem Columbia-Beispiel, es gibt auch sehr viele Beispiele, wo Bildung dann gegen Geld angeboten wird. Wenn das Columbia-Zertifikat irgendwann mal wertvoller wird als der Abschluss der Universität Marburg oder der Technischen Universität Hamburg, haben wir ein Problem. Dann haben wir nämlich das, was wir in Deutschland als, finde ich ja, sehr, sehr hohes und sehr, sehr schützenswertes Gut haben, nämlich den freien Zugang zu Bildung. Ein Leben lang, jeder von uns kann, wenn er will, umsonst auf Staatskosten promovieren. Wir bieten jedem einen freien Zugang zu Bildung. Das ist ja ein Sonderweg, den wir haben, das haben wir nicht alle. Hier entsteht auf einmal eine Gefahr, wo wir unser eigenes Bildungssystem verteidigen müssen. Auch deswegen sollte man mittun. Gut, und der letzte Punkt, der auch total auffällig ist mit allen, mit denen man spricht, ist Vernetzung und Kooperation. Sie schaffen das niemals alleine. Das Thema ist so groß, so schwer, die Konkurrenz so hart, die Geschwindigkeit so hoch, dass sie es nicht alleine machen können. Also alle, selbst das MIT und Harvard, haben sich inzwischen ungefähr 50, 60 Universitäten als Partner gesucht. Selbst die sagen nicht, das können wir alleine. Als Universität und schon gar nicht als Fachbereich und schon gar nicht als Person schafft man es, dieses Thema alleine zu bewegen. Sondern mein Ratschlag wäre, nach allem, was ich gesehen habe, man muss in Kooperation gehen, man muss zusammenarbeiten. Gut, das ist ein bisschen diese globale Sicht auf die Dinge. Das kann einen jetzt erschrecken oder man kann sagen, gut, ist auch eine Chance. Also was haben wir denn überhaupt? Wo wäre denn unser Anknüpfungspunkt? Was können wir denn mal besonders toll? Und was wir besonders toll können in Deutschland, ist, dass wir Universitäten haben, die sich in aller Regel dem Humboldtschen Bildungsideal verschrieben haben. Das Humboldtsche Bildungsideal ist ja deswegen so toll und auch eigentlich so toll verankert in den Universitäten, wenn man es richtig machen würde, weil es Forschung und Lehre verbindet zu einer Persönlichkeitsentfaltung. Das ist die Idee dabei. Und jetzt sehen wir aber leider an den Universitäten häufig dieses hier. Da haben wir keine Verbindung von Forschung und Lehre, sondern wir haben nur eine Konzentration auf Lehre und daneben nur eine Konzentration auf Forschung, was die Professoren alleine machen. Oder die Mitarbeiter, also Institute. Das ist ein Problem. Wenn Sie nämlich die Bereiche Forschung und Lehre auseinanderziehen, dann verstehen Sie das größte Potenzial, was Sie haben als Hochschule, nämlich Forschung und Lehre zusammenzudenken. Das geht aber nicht in solchen Formen. Und in den Diskussionen um Digitalisierung oder Verbesserung von Lehre grundsätzlich hören Sie ganz häufig das Vorurteil, ja, wenn ich mich jetzt mehr mit Lehre auseinandersetzen muss, dann wird meine Forschung immer schwächer. Die Forscher die Lehre, desto Lehrer die Forschung. So ist das gängige Vorurteil. Der Vorteil unserer Universitäten ist ja aber, dass wir es zusammendenken. Das heißt, was wir sehen wollen, ist doch das hier.
Wir wollen eigentlich sehen, dass die Studierenden nicht im Vorlesungssaal sitzen und sich nur mit Inhalten beschäftigen, sondern wir wollen ja, dass es Persönlichkeiten werden. Und um eine Persönlichkeit zu werden, die fachlich natürlich fundiert arbeiten kann, braucht es, wie der DQR sagt, Fachwissen als Teil der Kompetenz, aber Fertigkeiten, das heißt die Anwendung, das ist die Fachkompetenz. Es gibt keinen Gegensatz übrigens von Wissen und Kompetenz, gehört zusammen. Und auf der anderen Seite Sozialkompetenz und Selbstkompetenz. Also Verantwortung anderen gegenüber und Verantwortung mir selbst gegenüber. Das sind die Dinge, die man lernen muss. Und das ist die Aufgabe der Universität und aller Bildungseinrichtungen natürlich. So, und jetzt musst du jetzt überlegen, was ist der richtige Weg dafür? Ist es dies oder ist es eher dies? Und wenn Sie hier sehen, was für Bilder wir hier haben, dann sehen Sie auch natürlich sofort, überall sind elektronische Medien ganz normal dabei. Das ist ja vollkommen klar. Also wer von Ihnen würde, wenn er in einem Forschungszusammenhang ist, keine Elektronik nicht irgendwie rein konstruieren, sondern die sind dabei. Das ist Arbeitsgegenstand. Das ist ein Werkzeug, natürlich. Das heißt, eigentlich müssen wir uns mit Forschendem Lernen beschäftigen und dann fällt der Rest ab, glaube ich. Und Forschendes Lernen ist das, was wir sowieso tun sollten. Ich habe Ihnen mal von der Humboldt-Universität Berlin eine Matrix mitgebracht, die ich zum Verständnis fürs Forschendes Lernen besonders gut finde, weil sie anders als das, was Sie vielleicht von Huber und so weiter kennen, unterteilt Forschung in Forschungsergebnisse, Methoden und Prozesse und dazu den Aktivitätsgrad der Studierenden sortiert. Die Studierenden agieren eher rezeptiv, aufnehmend, anwendend, übend oder forschend. Und wenn Sie sich ein klassisches Universitätsstudium mit einem großen Fach angucken, dann sehen Sie Folgendes. 90% der Veranstaltungen finden hier unten statt, in dem Feld unten links, also rezeptiv Forschungsergebnisse. Das heißt, die Studierenden sollen Forschungsergebnisse lernen und dann in einer Klausur wiedergeben. Vielleicht mal übend, anwendend oder so in einer Klausur, aber im Prinzip wiedergeben. Und dann schreiben sie eine Masterarbeit oder Bachelorarbeit. Und wir haben ein Problem. Und wir denken, wieso könnt ihr das eigentlich nicht? Aber man sieht natürlich unschwer, dass da relativ viel fehlt in der Mitte. Jetzt fehlt die Auseinandersetzung mit den Methoden, fehlt die Auseinandersetzung mit den Prozessen, fehlt die Übergabe von Verantwortung und so weiter. So, das heißt, eigentlich müssten wir unsere Curricula nicht nur fachlich aufbauen, sondern wir müssen sie auch didaktisch aufbauen, methodisch aufbauen. Das heißt, wir bräuchten nicht nur zunächst mal vielleicht im passiveren Lernen, rezeptiven Lernen, Veranstaltungen zu Forschungsergebnissen oder auch zu Methoden, Methodenseminare. Wir bräuchten natürlich auch Fachexkursionen, um Forschungsprozesse überhaupt mal zu verstehen. Und kann man natürlich sowas machen wie Recherchen, um selbst zu Ergebnissen zu kommen, Brainstorm oder Mindmap, um Forschungsmethoden zu entwickeln. Man kann Case Studies, PBL-Kurse machen, um sich mit Forschungsprozessen insgesamt zu beschäftigen, aber erstmal noch im kleinen Rahmen. Je weiter man kommt, desto mehr kann man machen, selbstständig Forschungsergebnisse im Labor erzeugen oder Forschungsmethoden durch exploratives Forschen entwickeln und so weiter und so weiter. Das heißt, das sind jetzt nur Beispiele für Methoden. Da finden Sie natürlich noch 100 andere Methoden, die Sie wahrscheinlich auch kennen. Es geht aber darum, immer den Schwerpunkt im Curriculum anwachsend, wäre mein Vorschlag, anwachsend in dieser Diagonale zu denken. Das heißt, sich nicht nur auf die Vermittlung von Inhalten zu konzentrieren, sondern mehr und mehr die Verantwortung an die Studierenden zu übergeben, selbstständig zu Forschungsergebnissen zu kommen. Aber das müssen die lernen. So, und wenn wir jetzt nochmal schauen, was könnte die Rolle digitaler Medien darin sein, dann finden wir auch da jede Menge. Ich habe jetzt einmal Beispiele rausgegriffen. Klickersysteme kennen Sie wahrscheinlich alle. Also Sie haben eine große Veranstaltung, Sie können eine Frage stellen. Mit einem Klickersystem können die Studierenden, auch wenn es 2000 Studierende sind, können es beantworten und sehen, was haben sie verstanden oder nicht. Wenn Sie das noch kombinieren mit Peer Instruction, das heißt, die Studierenden unterhalten sich dann und versuchen, den Nachbarn zu überzeugen von ihrer Lösung, dann haben Sie sogar noch aktivierende Elemente. Ganz einfach und ganz wirkungsvoll. Methodenseminare, Flipped Classroom ist falsch, ich weiß, heißt Inverted Classroom. Also Inverted Classroom-Dinge, dass man eben viel der Frontalphasen, das habe ich gestern viel mit beschäftigt, nach außen verlagert und das Übende in die Universität verlagert. Wenn Fachexkursionen zu teuer oder zu aufwendig sind, können Sie natürlich viel mit Videos machen. Sie haben die Möglichkeiten, Wikis einzusetzen, um den Studierenden auch beizubringen, kollaborativ Dinge zu entwickeln und zu erarbeiten. Sie haben die Möglichkeit, auch über elektronische Mindmaps kollaborativ zu arbeiten und Forschungsmethoden zu entwickeln. Natürlich können Blogs helfen, um Case Studies und PBL-Kurse zu dokumentieren. Sie haben die Möglichkeit, wenn Labore Ihnen zu teuer sind oder wenn Sie zu viele Studierende haben, über virtuelle Labore etwas zu machen. Da macht die RWTH Aachen ganz viele tolle Sachen. Das kann man sich vielleicht mal anschauen, wenn man sich dafür interessiert. Sie haben die Möglichkeit, über Simulationen auch Dinge zu machen, die zu teuer oder zu aufwendig wären. Also Flugsimulatoren, bei uns zum Beispiel machen wir das relativ viel an der TU in Hamburg mit Airbus zusammen. Das ist natürlich relativ aufwendig, wenn man erstmal ein Flugzeug bauen will, um zu gucken, ob es fliegt. Das macht man erstmal anders natürlich. Da helfen Simulationen.
Gut, und am Ende, alle möglichen Tools der Kollaboration könnten helfen, Master- und Bachelorarbeiten anders zu denken, als wir es bisher machen. Und die ist halt sehr stark in eine Richtung denken. Das heißt, Sie sehen, eigentlich ist die Aufgabe für uns gar nicht so groß. Das, was wir eigentlich als Universität machen sollten oder immer schon gemacht haben, nämlich die Verbindung von Forschung und Lehre vernünftig zu denken und nicht zu trennen von Forschung und Lehre. Also Forschung als Teil der Institute und Lehre als Teil der Studierenden, denken Sie das zusammen. Vor allen Dingen haben Sie den Vorteil, dass die Studierenden, die so ausgebildet sind, natürlich explizite wissenschaftliche Mitarbeiter für später sind, weil all das, was Sie ihnen sonst lange mühsam beibringen müssten, Sie schon im Studium gelernt haben. Gut, was ist zu tun? Wenn wir uns jetzt mit Digitalisierung beschäftigen, darauf konzentriere ich mich jetzt. Also die Didaktik, glaube ich, ist bei Ihnen also, ja, kann man mitgehen oder kann man nicht. Ich konzentriere mich jetzt auf die Digitalisierung. Welche Handlungsfelder haben wir denn überhaupt? Ich weiß nicht, ob Sie es kennen, das ist ein Modell von Andreas Breiter von der Universität Bremen. Ich finde das immer sehr schön, weil es so schlicht ist. Er unterteilt es in drei Bereiche, diese Pyramide. Die Basis dieser Pyramide ist Infrastruktur. Hier müssen Sie jetzt einige Dinge überlegen. Also Sie haben die Frage, WLAN, wo haben Sie es, wie haben Sie es, welche Bandbreiten haben Sie und dazu Service. Wenn Sie das ernst nehmen, das ganze Thema, haben Sie ein Serviceproblem, also 24/7 und so weiter. Ne? Also wer ist überhaupt wann, wer steht wann zur Verfügung, stellt Serverdienste bereit und so weiter. Das ist das eine Thema. Das andere Thema ist die Frage, arbeiten Sie noch mit Rechnerpools? Wollen Sie es tatsächlich machen? Mit dem ganzen Aufwand der Pflege, immer wieder neu ankaufen von Software und Geräten. Oder gehen Sie über Bring Your Own Device, also lassen Sie die Studierenden ihre eigenen mobilen Geräte mitbringen, Laptops und so weiter. Wir an der TU gehen mehr und mehr dazu über, diesen Weg zu gehen, weil die sowieso ihre eigenen Geräte mitbringen. Unsere Rechnerpools brauchen die häufig gar nicht. Das heißt, man kann sich eigentlich auf Lizenzprobleme mit Software konzentrieren und nicht auf die Rechner. Damit sparen wir wahnsinnig viel Geld und es wird viel effektiver, weil wir wollen, dass die Studierenden auch zu Hause weiterarbeiten. Wir wollen ja, dass sie nicht nur die 2 Stunden im Rechnerpool arbeiten, sondern die ganze Woche damit arbeiten können. So, und dann haben wir den Nutzen. Das ist das nächste große Problem. Ich hatte das schon gesagt oben. Es geht darum, einen Nutzen tatsächlich herzustellen und auch für jeden transparent zu machen. Und wir haben da 2 Elemente. Also die Nutzung von Medien zur Verbesserung von Lehre natürlich. Das Modell, was ich Ihnen gerade gezeigt hatte, wäre eben sowas. Also forschendes Lernen, was an sich einen Wert hat und die ganzen Elemente, die dazugehören. Und dazu eben auch die Frage zu beantworten, Vorbereitung auf eine digitalisierte Lebens- und Arbeitswelt. Was heißt das denn eigentlich für die Berufe, für die wir ausbilden? Was heißt das für Germanisten? Digitale Disruption. Oder was heißt das für Sprachwissenschaftler? Was es für Ingenieure heißt, ist relativ augenfällig. Also Geschwindigkeit eher das Problem. Aber jeder Beruf wird in den nächsten 5 bis 10 Jahren irgendwie eine Herausforderung haben in diesem Bereich. Und damit müssen wir uns beschäftigen. Und das definiert den Nutzen. Das heißt, Sie haben die unterste Ebene, die Infrastruktur, die oberste Ebene, den Nutzen, den Sie definieren müssen und einstellen müssen. Und dazwischen haben Sie eigentlich das größte Problem, nämlich die Nutzung. Wenn Sie das beides haben, das heißt, Sie haben eine Infrastruktur, haben WLAN, haben Ihre Regelungen für Bring-Your-Own-Device und so weiter, und wissen auch, wofür es gut sein soll. Dann sind immer noch die Lehrerinnen. Die müssen das nämlich machen. Das heißt, irgendjemand muss es einsetzen. So, da haben Sie jetzt 2 große Herausforderungen als Hochschule oder als Schule auch, genau dasselbe. Nämlich die eine ist, dass man die mediendidaktische und medienrechtliche Kompetenz entwickeln muss bei den Lehrenden. Die müssen wissen, was sie da tun. Wie macht man das überhaupt? Und welches Know-how braucht man auch? Welches medienrechtliche Know-how? Das wird ja ein zunehmend großes Thema, braucht man eigentlich, um das zu machen. Da kommen Sie also an Schulungen und Qualifizierungsmaßnahmen nicht vorbei. Das kann man nicht einfach so, sondern das muss man lernen. Und das andere ist natürlich die medientechnische Kompetenz. Also wo du dann wetterweise ja hier sehr, sehr viel machst und auch viel gemacht hast. Die ganze Frage, wie überhaupt geht denn das? Also wie nutzt man denn eigentlich diese Geräte? Wie macht man Videoaufzeichnungen? Wie stellt man das auf den Server? Wie macht man WordPress-Blogs und so weiter? Das heißt, in dieser mittleren Ebene Nutzung, diese Nutzung kriegen Sie nur hin, wenn Sie qualifizieren. Sonst wird das nichts. Auch wenn Sie beides gut definiert haben. Infrastruktur ist da und Sie haben die Ziele definiert. Das fällt uns als Hochschulleitung immer relativ leicht, das zu machen. Ja, relativ leicht. Leichter jedenfalls als diese mittlere Ebene. Die mittlere Ebene ist das Problem, weil Sie Hunderte und viele Hunderte von Leuten irgendwie in die Lage versetzen müssen, mit dieser Herausforderung umzugehen. Denn das heißt natürlich auch, dass man eine vollkommen andere Rolle als Lehrende oder Lehrende einnimmt. Man ist nämlich nicht mehr so souverän, wie man es mal war. Die Studierenden können das alle viel besser. Und das genau ist ihre Chance. Das ist genau ihre Chance. Sie müssen es gar nicht alles können. Die Studierenden können das. Oder die Schüler. Gut, das waren die 3 Ebenen. Wenn man das jetzt noch akzeptiert, also, wir wissen, wir müssen das tun. Die Welt verändert sich. Wir haben ein Modell, was auf uns Hochschulen gut passt, nämlich Forschungslernen. Wir wissen auch, auf welchen Ebenen wir agieren müssen. Ist jetzt ja noch die Frage, wie kommen wir denn dahin? Die Frage vom Change Management.
Auch hier habe ich nochmal ein Modell ein bisschen angepasst, weil ich es besser finde und in nur drei große Phasen unterteilt. Die erste große Phase, mit der man sich beschäftigen muss, ist Defreeze, Auflösen der alten Strukturen. Die Dinge, gerade Universitäten, sind tradiert. Sie laufen, wie sie laufen. Am liebsten noch weitere 1000 Jahre. Ich habe es Ihnen gezeigt an dem Bild aus dem 13. Jahrhundert. Am liebsten wird man immer so weitermachen, aber es funktioniert nicht. Das heißt, man muss erstmal versuchen, Strukturen aufzulösen, also irgendwie Bewegung einzukriegen. Das Auftauen der Strukturen. Und das schafft man am besten, indem man die Dringlichkeit des Problems irgendwie transparent macht. Alle müssen verstehen und tatsächlich auch echt akzeptieren, dass man was tun muss. Sonst funktioniert das nicht. Das heißt, es geht darum, erstmal Strukturen so weit zu lockern und zu lösen, dass sich überhaupt eine Bewegung einstellen kann. Das nächste ist die Bewegung, die man erzeugen muss, da sage ich gleich was zu. Das heißt, man muss dann ein klares Ziel haben, wo es hingehen soll. Und eine Bewegung erzeugen. Und jetzt kommt das ganz Entscheidende. Freeze. Danach muss man es wieder einfrieren. Also man muss dann versuchen, die Dinge, die man bewegt hat und geschaffen hat, in dieser neuen Struktur erstmal wieder zu stabilisieren. Das ist wahrscheinlich ein iterativer Prozess, der sich häufig wiederholt. Aber wenn Sie diesen Prozess unten, das Freeze, also das Stabilisieren der neuen Strukturen vergessen, dann fällt das alles wieder in den alten Zustand zurück. Das kennen wir wahrscheinlich alle aus vielen, vielen Projekten, die wir gemacht haben an der Universität. Man hat Projektmittel, man entwickelt was, das funktioniert auch irgendwie ganz gut, weil die Projektmittel da sind, dann sind sie weg, dann macht man es wieder so wie vorher. Das darf nicht passieren. Sondern Sie müssen irgendwie von vornherein überlegen, wie Sie eigentlich den Zustand, den Sie haben, von stabilisieren können. Das heißt, Sie, wir, zwei und alle anderen, die in der Hochschulleitung sind oder die Dekane, die hier sind oder wenn Sie sich verantwortlich fühlen für irgendwas, Sie brauchen eine Strategie und das ist nicht eine Vision. Eine Strategie ist nicht eine Vision. Eine Vision ist relativ einfach zu haben. Sie brauchen eine Strategie und eine Strategie zeichnet sich dadurch aus, dass sie bestimmte Elemente hat. Und die Elemente sind, es gibt klare Ziele, es gibt aber auch klare Ergebnisse, die man haben will. Es gibt klare Meilensteine, das heißt, man weiß auch, wann man die gerne erreichen möchte. Es gibt klare Verantwortlichkeiten, das heißt, man braucht die Leute, die es dann auch tun. Man braucht den Support, man muss die unterstützen, sonst funktioniert das nicht. Und man braucht Anreize, damit sich die Leute auf den Weg bewegen. Das heißt, all diese Elemente gehören zu einer Strategie dazu. Das unterscheidet die Strategie von der Vision. Vision, da sind wir Hochschulleitung super drin. Es hilft aber meist nicht viel. Sondern sie brauchen eine Strategie und Strategie braucht Elemente. Das heißt, es gibt Dinge, die man tun muss. Das ist die Übergabe von Verantwortung. Sie müssen sich ihre Leute suchen, mit denen sie was machen wollen. Und sie müssen tatsächlich die Verantwortung übergeben. So, jetzt haben Sie wahrscheinlich hier an Hochschulen oder auch Schulen häufig das Problem, weil man meistens so ein paar tradierte Dinge hat. Also klassischerweise bei uns ist es so, dass sich das Rechenzentrum, die Bibliothek um E-Learning gekümmert haben, weil es keiner machen wollte. So, dann haben die, ja, kommt das Technik, machen wir Rechenzentrum und Bibliothek, ja, machen auch irgendwie was. So, und jetzt kommen wir aber stark aus der Didaktik da rein. Und jetzt muss man defreeze, muss man diese alten Strukturen erstmal aufbrechen und vielleicht nochmal neu rütteln, damit sich überhaupt was bewegen kann. Das müsste man hier tun, also Verantwortung übergeben. Sie müssen, und das ist eigentlich das Entscheidende, erfolgreiche Akteurskonstellationen schaffen. Wenn Sie Leute haben, die sich dafür interessieren, nutzen Sie die, binden Sie ein, umtüten Sie die, machen Sie was mit denen. Das sind die allerwichtigsten, die Sie brauchen. Die bringen das ganze Schiff in Bewegung, sonst funktioniert nichts. Das heißt, schaffen Sie Akteurskonstellationen und unterstützen Sie sie. Also schaffen Sie Ressourcen für die Räume, Freiheiten, wie auch immer, in der Lehre oder irgendwas. Sie müssen irgendwas für sie tun, damit sich die in Bewegung setzen. Einen Punkt habe ich da unten noch vergessen. Sichern Sie frühe Erfolge, wäre mein nächster großer Ratschlag. Wenn irgendwas funktioniert, sichern Sie das. Erzählen Sie das. Machen Sie da was draus. Mit Preise, hattest du ja schon erzählt, helfen manchmal. Manchmal helfen andere Dinge auch besser. Das heißt, alle kleinen Dinge, die schon funktionieren, machen Sie sie bekannt irgendwie. Versuchen Sie möglichst viel Welle, um diese Themen zu machen. Denn Sie haben, wie immer bei Change-Prozessen, haben Sie selbst eine Idee, dann haben Sie ein paar Leute, die finden das gut, dann haben Sie ein paar Leute, die finden das geht so, ein paar, die finden das eher schlecht und ein paar, die finden das total schlecht. Sondern Sie müssen über den Berg rüber. Sie müssen mehr als 50% der Leute gewinnen, die unentschieden, die sagen, ja komm, wir versuchen das mal. Und dafür müssen Sie es irgendwie attraktiv machen. Wenn das nicht attraktiv ist, kommen die nicht. Soweit so gut. Und jetzt sage ich Ihnen mal, was mein Fehler war bisher immer. Kommunikation, 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 muss man in alle Richtungen. Das ist das, was man meistens ein bisschen vergisst, weil man so viel zu tun hat mit diesen ganzen Geschichten, dass man vergisst, mit den Leuten zu reden. Aber das ist total entscheidend. Wenn Sie das nicht machen, passiert gar nichts. Das heißt, reden Sie mit den Leuten. Versuchen Sie, die Leute zu überzeugen, mitzunehmen, immer wieder diese in Gespräche führen. Das ist vollkommen egal. Das ist die einzige Chance. Also versuchen Sie, die Dringlichkeit zu erklären. Versuchen Sie, Ihre Strategie zu erklären. Versuchen Sie, das Leitbild zu erklären. Immer wieder. Ist egal. Wenn Kommunikation nicht funktioniert, dann hakt es an allen Ecken und Enden. Das kommt ein bisschen aufwendig vor, aber ich glaube, dass Kommunikation der entscheidendste Punkt ist dabei. Chancen.
Ich glaube, wir müssen jetzt handeln, weil jetzt ein idealer Zeitpunkt ist zum Handeln. Idealer wird er, glaube ich, nie wieder. Er ist, glaube ich, deswegen so ideal, weil wir Unterstützung kriegen von allen Ecken und Enden. Also des BMBF, Kultusministerkonferenz, von allen Seiten kriegt man Unterstützung. Und wir hatten es gesagt gerade, Sie haben das Gefühl, in den letzten 2 Jahren sei viel passiert. Das Gefühl habe ich auch. In den letzten 2 Jahren ist das irgendwie in der Öffentlichkeit angekommen. Frau Wanka spricht darüber, die Kultusministerkonferenz spricht darüber. Es ist ein Thema geworden. Und das ist ein Thema, es ist ja schon mal gut. Und dazu haben Sie jede Menge Möglichkeiten, Geld einzuwerben. An allen Ecken und Enden gibt es Möglichkeiten, Geld zu verdienen mit diesem Thema. Das brauchen Sie natürlich auch, weil das aufwendig ist. Sie müssen die Leute unterstützen und all das, was ich Ihnen gerade gesagt habe, das kostet natürlich alles Geld. Das heißt, der Zeitpunkt, den wir jetzt haben, ist nicht nur politisch gut besetzt, er ist auch finanziell gut besetzt. So gut besetzt wie, glaube ich, und so lange bin ich jetzt auch noch nicht im Hochschulbereich, aber ich glaube, noch nie zuvor gab es so viel Geld für gute Bildung. Noch nie zuvor. Das heißt, das ist jetzt der Zeitpunkt, wo man handeln sollte. Nicht in 5 Jahren oder 10 Jahren sagen, komm, wir überlegen erstmal 5 Jahre eine Strategie. Nee, schneller, das muss schneller gehen. Die Strategie muss relativ schnell gehen, die Umsetzung darf ein bisschen länger dauern. Das Geld sollten wir versuchen, jetzt einzuwerben. Das heißt, diese ganzen Elemente, die Sie jetzt, da gibt wahrscheinlich noch viel, viel mehr. Das sind die mir jetzt mal so auf die Schnelle eingefallen sind und mit denen wir von der TU auch viel zusammen machen. Das sind alles Maßnahmen, meistens bundesweite Maßnahmen, mit denen Sie Bewegung in diesen ganzen Prozess reinkriegen. Ein Ratschlag wäre, nutzen Sie das. Denn jetzt ist der Zeitpunkt, etwas zu verändern. Vielen Dank.